Okay, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wir zerstören den Kopf. Woo, in super. Liminal. Und je. Was? Niemals ist das alles nur gestellt. Never. Das sah vorher viel real. Ja, hier seht ihr das? Ja, das schnappt einfach die letzte Perspektive ein, aus der wir das gesehen haben. Und captured das dann als Wand hin. Ja, okay, doch, das fällt. Stopp, erstmal nach Secrets Ausschau halten. Perfekte Perspektive. Ach komm! Ich hab hier ein Kassenspezi stehen. ja. Where am I? Who am I? What I'm doing here? Ach, das ist ein tolles Aufnahmestudio. Seht ihr das überall? This is highly unusual. It appears you have entered the Somnasculpt diagnostic framework. Hä? Patients do not have access to this dream. Was? Okay, wie cool. Nee, ich hab dem gerade nicht zugehört, oder der. Ah, wir wollen unsere Mini doch lassen. We'll first leave when we get our Mini Sodas. Okay, kommen wir nicht weiter. Wenn du ins Spiel reinkommst und schon wieder direkt überfordert bist, was du eigentlich. Oder war das schon richtig mit nach hier hinten gehen und dann. Oder hier Schachfiguren? Ne? Weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber da kommt Musik raus. Ist das? Diagnostic warning. Na. Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail states. Never. Als ob. Heißt das? Wenn ich. Da gibt's hier vielleicht Secret? Aber was soll ich denn machen? Ich würde gern größer sein. Wir sehen genau das gleiche hier. Oh. Warte mal. Nee. Jetzt kommen wir. Wo kommen wir jetzt raus? Hä? Okay. War das jetzt? Oder was? Was heißt Paradoxon?
Das löst sich alles auf. Habe ich was falsch gemacht? Nein, 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 ich will wieder zurück. Nein, lass mich, nein, 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 nein. Nein, 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 hallo, hallo, nein, 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 stopp, stopp, stopp. Explosion, nein, ich will nicht, nein, 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 nö, nö. Was passiert? Also ich glaube, wir haben was falsch gemacht. Nicht, dass wir jetzt wieder ganz von vorne starten müssen. Nein, nein, bitte. Bin ich hier? Hallo? Hallo? Ich habe hier keinen Empfang, ich werde verhungern. Ich kann unseren Pizzaboten nicht anrufen. Hallo? Oh. Civilization. Ein Haus. Laufen wir mal zu diesem Becher? Nee. Das ist wieder so eine Schnur hier. Zum Teufel. Not an X. Ja, aber was soll ich denn sonst machen? Hier ist eine Ja, aber das ist not an exit. Hä? Ah! Boah, da werden so viele miese Secrets sein in dem Zeugs hier. Boah! Es ist einfach nur ein schwarzer Würfel. Oh. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. And many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing. Where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. White space. Sind wir im White Space? Leute, wir sind im White Space. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ob wir jetzt Probleme bekommen oder sonst irgendwas. Aber wir sind im White Space. Und der White Space sagt alles oder nicht. Ich muss ich diesen... Drück den einfach mal. Follow you. Ja, da ist was. Ja, wenn ich so ein bisschen... Wenn man genau drauf guckt, sieht man es sicher, wenn man so seitlich guckt. Ja, nee, also im Regen nach Hause laufen will ich jetzt nicht. Hallo? Gibt's ja nicht sowas wie in Minecraft / Toggle Downfall? Egal. Aber je weiter ich hier laufe, desto mehr verstehe ich vom Nichts. Ja, das Spiel beruhigt voll. Hier gibt's ein Secret. Entschuldigung, aber das weiß ich. Und zwar, ja, hier. Ob das ein Secret ist, weiß ich nicht. Ah, nee, hier geht's einfach weiter. Ja. Toll, jetzt hat man mich eines Weges gespoilert. Das finde ich doof. Aber okay. Bin ich jetzt hier bei diesem... Nee. Warum ist hier... Lass mich doch einfach nach Hause, bitte. Da hinten ist auch safe and secret, aber ich will da nicht hin. Ich will das ganze Zeugs hier verlassen. Ich krieg Kopfschmerzen, das ganze Weiß ist schlimm. Mann, was ist denn das? Und die Musik ist ja ultra laut. Sehe ich das richtig? Ich muss ganz kurz schauen. Ihr seht das ganz kurz komisch. Ja, die Musik ist nicht gerade leise. Jetzt kurz. Um. Ach, man kommt hier rein, denkt sich, okay, das ist nur ein Fenster. Und dann läuft man hier rum und merkt, it's real. Das sieht alles so unwirklich aus. Danach hat man Kopfschmerzen. Hoch 37. Okay, und jetzt fallen wir gleich wieder irgendwo runter, wenn wir nach da hinten drauf zulaufen. Wetten? Kommen wir nicht dran.
Das ist ein Würfel! Das fällt. But in white space, I also face the greatest challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Ich finde, dieses Spiel ist echt cool gemacht. Also ganz im Ernst, das gibt einen voll so über das Leben nachzudenken und so. Super liminal. Das ist ein Lichtschalter, aber den will ich nicht drücken. Ich werde da wieder nur wegteleportiert, so wie schon die ganze Zeit. Ich will aber auf das Marshmallow drauf. Wo bin ich hier? Ist das so eine Schneeschanzpiste? Oh, wie cool. Ich bin runtergefallen. Nicht mehr ruhig. Ah, doch. Hier, wenn man hier. Kann man hier hoch. Oh, das ist der. Oh, ist das genial gemacht. Man hat wirklich Spaß beim Spielen. Diese Treppe ist nicht real. Was? Das Spiel ist nicht normal, aber die Treppe ist nicht real. Och, ich falle da schon wieder irgendwo runter. Nintendo Switch. Ich stehe gerade. Leute, werdet niemals so wie ich. Alles, was ihr seht, hat nur noch irgendwie mit Nintendo zu tun. Nintendo Controller! Stimmt sogar. Wie cool. Das ist keine Nintendo Switch. Hier sind die Farben falsch. Schau mal, also hier das Blau und Rot. Und das auch nicht. Ja, okay, was muss ich hier machen? Boah, ich kann nicht mehr. Zwei. Okay, wir müssen irgendwo wieder ausbrechen. So wie eigentlich schon die ganze Zeit im Spiel. Ist das schlimm? Dieses Ganze, weil ich glaube, ich stelle die Bildschirmhelligkeit nachher erstmal auf 2%. Piers, sprich mit mich. You're well beyond dreaming now and further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Isn't that why you came here? Das sieht schon so verdächtig aus, dass man hier hinten hin kann. Oh mein Gott! Ich habe ja einen 4 Millionen IQ. Okay. Ich traue mich trotzdem nicht da durchzugehen. Wer weiß, was es hier noch alles geben kann. Schaut mal, wie verwinkelt das hier alles ist. Och nee. Oh Gott. Da ist wieder was hier. Wie viel gibt's denn davon? Oh, hier sind viele Sternhaufen, aber ich glaube, das ist der Sternhaufen. Was bilden wir hier raus? Ist das der Sternhaufen oder ist es der da hinten? Ich glaube, es ist der ist dichter. Also, wenn ihr daraus was erkennen könnt, ich nicht. Vielleicht eine Pistole wegen dem Ding da vorne? Die Banane? Falls ihr wissen wollt, was es mit der Banane auf sich hat, schaut euch gerne das ganze... Das ist eine Banane. Dann schaut euch das ganze Let's Play an in irgendeiner Folge. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher haben wir eine Banane gefunden an einem Baum. Komplett gesecreted. Okay. Hier gibt es zwei Secret... Also alle guten Dinge sind ja drei. Ich glaube, ich will immer noch nicht gehen. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es hier noch was. Boah, das ist doch alles so riesig hier. Boah, ich will nicht alles absuchen. Das geht jetzt unendlich. Ja, nö, dann nicht.
Nachher ist das Secret, laufen sie ganze 20 Minuten nur in eine Richtung, indem sie W drücken. Und dann finden sie, keine Ahnung, kriegen sie einen Gutschein für einen kostenlosen Tür. Oh, wir sollen Schach spielen? Okay. Da war nämlich noch eine zweite Figur. Schachmatt! Das ist cool. Okay, irgendwas verstehe ich nicht. Also hier können wir laufen. Warte mal. Ich brauche noch die zweite Schachfigur. So, wenn ich die jetzt ins Schachmatt stelle. Ne, das ist König gegen König. Die können sich sowieso nicht gegenüberstehen. Weil ich kann mit dem einen König nicht da... Also ich kann mit... Also wartet. Stellt euch vor, ihr habt jetzt den König hier, ja? Ihr steht jetzt... da hinten. Dann kann ich mit dem König... Also mit dem da kann ich nicht auf das Feld, weil der hier dann den schlagen würde. Wisst ihr, was ich meine? Also... der wird dann hier laufen und den da... Deswegen kann der König von dem weiter hinten Feld nicht auf das Feld kommen. Weil der König würde den schlagen. So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich hier durchkomme. Darf ich nur die weißen... Ne, ich bin gerade auch hier über eine schwarze gelaufen. Und ich guck mal. Vielleicht... hat das was mit den Figuren zu tun? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, es geht einfach nur darum, durchlaufen. Halt, warte, ich habe die Weise noch nicht mitgenommen. Ach, ich kann die sowieso nicht mitnehmen. Ja, aber wofür sind die dann? Ey, das wird immer schlimmer mit den Kontrasten, ey. Das geht immer mehr auf die Augen. Da ist ein Kubus. Drauf. Ach, ich muss mit dem Würfel da hochkommen. Ja, aber... ja, wie denn? Oder kann ich irgendwie wieder außen rumlaufen? Ob sie welche Würfel da durch? Nee, ich verstehe es nicht, wie ich da hochkommen soll. Drücken. Nee, irgendwie muss man da ja hochkommen. Hey. Ja, aber wie soll ich denn? Ich hab doch nur einen Würfel. Ich komme da gar nicht hoch auf die Distanz. Das Spiel ist so... oh. Hier muss es irgendwas geben, was man tun kann. Ja, so, jetzt hat es die richtige Größe, aber jetzt komme ich... dieses Spiel ist so verwirrend. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich habe doch nur einen Würfel. Ich finde auch keinen zweiten.
Man kommt hier irgendwo wieder raus, das... Es kann nicht sein, dass man nur einen Würfel zur Verfügung hat. Macht nämlich keinen Sinn. Ich setze jetzt hier mal einen Schnitt. Im Internet kurz nach, wie man das machen soll. Bis gleich. Also jetzt mal ganz im Ernst, ja? Das ist doch... Also... Man öffnet sich die Tür... Indem man... etwas auf die andere Seite legt. Darauf... Da kommt ja auch keiner auf die Idee. Also ihr müsst den Würfel... nehmen und ihn da durchwerfen, sozusagen. Damit das Spiel realisiert, ach, der will da durch, ja, soll ich mal das Tor öffnen. Was ist das denn? Und was ist das hier? Also das Weiße ist immer durch, nee. Oh, die Kopfschmerzen sind durchlässig. Ist es das? Das ist immer das, was ich sehe. Liebe Epileptiker. Ihr wurdet am Anfang des Let's Plays gewarnt. Das sieht schon voll cool aus. Also irgendwie, ja. Was ich halt doof finde, ist, wenn du hinläufst, das dann so... Das ist cool. Boah, aber du bist blöd, wenn du das machst. Also Leute, holt euch dieses Spiel, vollste Empfehlung. Auch wenn ich jetzt dieses eine Rätsel richtig doof fand, wie sie das gelöst haben. Ich weiß nicht, was die Zeit sagt. Ich glaube mal, dass 8 Uhr irgendwie richtig zu sein scheint. Kriegt Dr. Pierce vielleicht noch Dings? Ein normaler Ladebalken? Ich glaube, das Spiel ist kaputt. Boah. Hä? Ich komme nicht, ah doch, da. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And by now, you may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed to. You see, everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. But, more often than not, the problem is not that the problems we face can't be solved. The problem is that we become so afraid of failure that we refuse to see our problems from a new perspective. And so, we do the same things again and again and again. And therein, of course, we find exactly the failure we were looking for. Thank you.
life will always be a struggle, and you will always have problems. But today, you have the chance to see things differently. Even though it meant facing obstacles that seemed impossible at first, you thought outside the box, and you overcame them. Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Because you kept moving forward, no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. Part of you will say that none of this was real, so how could it have really meant anything? But just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. All you've got to do is wake up. Dieses Spiel hat den größten mentalen Hintergrund, das ich je gesehen habe. Wunderschönes Spiel, bisschen Kopfschmerzen an manchen Stellen, aber richtig, richtig cool gemacht. Muss man schon sagen. Ja, an der Stelle, Spiel 9 von 10. Ein Punkt Abzug, weil manche Secrets echt schwer zu erreichen sind. Ja. Wahnsinn. Komplett damit einverstanden, was er gesagt hat. Macht euch über sowas Gedanken. Spielt nicht den ganzen Tag Videospiele, so wie ich. Mann, ich muss irgendwas richtig Mentales sagen. So, das ist so passend zum Spiel. Wisst ihr, was ich meine? Wichtigste Erkenntnis. Also, ich finde das Spiel klasse gemacht. Sehr gut umgesetzt. Die Musik immer schön ruhig gehalten. Das ist kein aufregendes Spiel. Klar, es gibt ein bisschen scary. Da, wo das Messer zum Beispiel verschwindet, als man die Taschenlampe anmacht. Diese ganze rote Farbe auf dem Boden. Also richtig, richtig gut gemacht. 9 von 10 Punkten sind da auf jeden Fall drin. Ich finde, davon sollten sie auf jeden Fall noch einen zweiten Teil machen. Das Spiel kam 2019 raus. Und ich bin voll und ganz dafür, dass man davon einen zweiten Teil macht. Ich habe dieses Spiel entdeckt. Einfach, ich bin total der Fan von optischen Täuschungen, Sachen, die das Gehirn austricksen. Und bei mir sieht es anders aus als bei euch. Ihr habt es so ein bisschen. Egal, unwichtig. Vielen Dank fürs Träumen. Ich habe zu danken für dieses wunderbare Spiel. Wahnsinn. Also, ich bin extremst offen für den zweiten Teil davon, der auch genauso ruhig von mir aus ist wie der erste. Ich finde, das ist echt gut gelungen. Wahnsinn. Richtig cool. Wartet kurz. Zack. Gibt es jetzt nicht irgendwas, wo ich irgendwas einsehen kann? Was heißt fortsetzen? Thank you.
okay. Zurück zum Hauptmenü. Wir werden einfach wieder an den letzten Speicherpunkt gesetzt. Zusätzliche Mode hier entwickelt. Hier. Da kann man selber bauen und so Zeug. Hier gibt es noch Herausforderungen. Jetzt können wir uns alle Level nochmal anschauen. Hier wird alles. Da, in dem Level fehlt uns noch so. Uns fehlt in fast jedem Level. Ah, da gibt's keine. Wir haben nur hier alle Feuerlöscher. Stimmt, da gab es auch noch diese Secret-Figuren, die man finden konnte. Und die Baupläne, die wir nur im White auch nicht. Alles gut, ich bin zufrieden mit dem Spiel. Leute, das war's mit dem Let's Play zu Superliminal. Auch wenn es verspätet dann nochmal weiterging. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, bewertet das gerne. Bewertet es gerne positiv. Das Spiel, mich auch gerne. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann. Und viel Spaß beim Träumen.